Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch gemeinsam zwei Foundations miteinander vergleichen. Heute ist es Drogerie gegen High-End. Zum einen habe ich hier die mega gehypte Catrice Foundation, die HD Liquid Coverage Foundation, 24 Stunden. Ne? Und dann habe ich als Gegner meine geliebte Estée Lauder Double Wear Foundation. Beides sollen mega, mega deckende Foundations sein. Die Catrice Foundation habe ich noch nie vorher ausprobiert, habe sie mir gestern gekauft. Ich habe, glaube ich, 3 DMs abgesucht, bis ich eine gefunden habe, weil die überall ausverkauft ist. Und ja, ich werde mich jetzt abschminken und beide Foundations auftragen. Hier die Catrice, hier die Estée Lauder. Und dann schauen wir mal, ob die Drogerie Foundation wirklich an die High-End Foundation rankommt. So, wir fangen an. Ich bin ungeschminkt und ich habe hier die Catrice HD Liquid Coverage 24 Stunden Foundation. 010 Light Beige, auch die hellste Nuance. Wobei, ich habe die im DM geswatcht und ich fand sie einen Tick zu dunkel, glaube ich, für mich. Es gibt da halt leider nur 3 Farben zur Auswahl. Was ich cool finde halt bei Estée Lauder, die haben jetzt ein bisschen aufgestockt. Also die haben nochmal mehr Farben zur Auswahl. Beide kommen in einem wunderschönen Milchglas, das finde ich richtig toll. Das ist auch Catrice, obwohl es eine Drogeriemarke ist, dass sie auch Glas haben, das finde ich sehr schön. Ich mag Glas sehr gerne, ist natürlich ein bisschen schwerer, wenn man das jetzt oft irgendwo mitnimmt, aber ich finde, das sieht einfach hochwertiger aus. Ich muss sagen, vom Verschluss her finde ich die Catrice Foundation wesentlich besser. Ich mag diese Pipette sehr gerne. Also allgemein mag ich Produkte mit Pipette unheimlich gerne. Ich finde das immer super, super, super praktisch. Was es jetzt neu gibt für die Estée Lauder Foundation, weil die hat ja leider nur so eine Öffnung. Und da gibt es jetzt auch einen Pumpspender, den man sich zusätzlich kaufen kann und da draufschrauben kann. Und dann, wenn man quasi eine neue Foundation aufmacht, dann kann man den Spender wieder auf die neue Foundation drauf machen. Also man muss sich da nicht jedes Mal eine neue kaufen. Finde ich cool. Könnte man aber auch gleich von Anfang an machen. Ich habe mir da früher immer voll schwer getan, weil es kommt dann halt super viel raus. Ich muss mir jetzt den Pumpspender noch kaufen. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Concealer an, oder? Ja, ich mache kurz ein bisschen Concealer, damit meine Augenringe nicht ganz so schlimm sind. Meine Pickel decke ich jetzt extra nicht ab, damit wir sehen können, wie deckend die beiden sind. Also für mich ist der Estée Lauder Double Wear Concealer der beste Concealer einfach auf der ganzen Welt. Viele von euch empfehlen mir auch immer Drogerie-Concealer, aber leider sind die alle, die ihr mir bisher empfohlen habt, viel zu dunkel für mich. Ich wollte mir neulich diesen Löscher-Concealer da holen, aber der ist mir auch viel, viel, viel zu dunkel. Und ich habe da echt immer ein Problem, darum greife ich einfach... Ach, scheiße, jetzt habe ich auf den Pickel drauf gemacht. Aber ich greife dann am liebsten natürlich zu High-End oder zu Marken, die einfach eine größere Auswahl haben. Weil ich bin einfach super, super, super weiß. So, ich fange jetzt an mit der Catrice Foundation. Die kenne ich ja noch nicht. Ich tropfe mir da jetzt einfach mal ein bisschen auf die Hand. Wobei, eigentlich sieht die Farbe ganz gut aus. Also es ist sehr flüssig. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Pinsel rein. Ne, die Farbe passt. Die riecht auch ganz angenehm. Die ist echt schön, die ist richtig leicht. Lässt dich super, super verblenden, ne? Das ist echt schön aufgetragen. Ich bin gerade voll begeistert. Ich mache noch mal ein bisschen mit dem Beauty Blender drüber. Also so eine Schicht ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr deckend. Sie ist sehr leicht auf der Haut. Und man kann richtig gut aufbauen. Okay, die deckt unfassbar gut. Also zu meinem Hauttyp, ich neige zu Unreinheiten, habe aber eher eine trockene Mischhaut. Also ich habe keine ölige Haut. Dann kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, wie das jetzt bei öliger Haut ist. Ich habe halt meistens das Problem, dass Foundations sich bei mir so auf trockenen Stellen so richtig doof absetzen. Hey, aber die Foundation sieht richtig schön aus. Und die fühlt sich auch toll an. So richtig samtig fühlt sie sich an. Und die lässt sich so dermaßen gut aufbauen, also man braucht super wenig. Also ich glaube, so eine Pimpette, das würde locker fürs ganze Gesicht lang. Und eigentlich braucht man nicht mal 2 Schichten. Nur man hat jetzt wirklich so jetzt an ein paar Stellen so wirkliche Pickel und so. Dann ja, aber ansonsten,
Ich finde die richtig schön. Ich bin gerade total begeistert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde die richtig, richtig gut. Jetzt testen wir mal im direkten Vergleich die Double Red. Die ist seit Jahren eine meiner absoluten Lieblingsfoundations. Ich finde die großartig. Auch hier nehme ich wieder so ein bisschen auf die Hand. Ich bin jetzt mittlerweile schon geübt mit diesem Spender. Genau, hier. Und die ist, also sie ist auf jeden Fall fester von der Konsistenz. Das merkt man auch schon beim Auftrag. Man braucht sehr wenig. Ich neige immer dazu, viel zu viel zu benutzen von der. Die ist jetzt auch ein Tick heller. Und sie ist fester. Also die ist von der Konsistenz her fester und lässt sich nicht so leicht einarbeiten wie die Catrice Foundation. Also man muss da wirklich mehr arbeiten. Wenn man trockene Stellen hat, dann setzt sich das auch gerne mal ab auf dem Gesicht. Aber jetzt wirklich, das tut mir gerade echt weh zu sagen, weil ich liebe diese Foundation, aber im direkten Vergleich muss ich sagen, dass das Hautbild mit der Catrice Foundation besser aussieht. Und das finde ich gerade echt krass. Ich meine, ich habe halt eine sehr schwierige Haut, muss man wirklich sagen. Und ich habe gerade viele Unreinheiten, viele trockene Stellen. Und beides sollten, also ich glaube, dass beides halt Foundations auch sind, wegen der starken Deckkraft, wo dann auch gerade für ölige Haut gedacht sind, damit sie sehr langanhaltend sind, nicht so schnell runtergehen. Und die Estée Lauder Foundation ist auch wirklich unfassbar langanhaltend. Ich merke, ich arbeite auf jeden Fall schon viel länger an der Seite mit der Estée Lauder Foundation. Man sieht an der Stirn auch, glaube ich, leicht den Farbunterschied. Aber sie ist genauso deckend wie auch die Catrice Foundation. Da kann ich jetzt keinen Unterschied feststellen. Das Einzige, was ich an der Catrice Foundation nicht mag und an der Estée Lauder Foundation lieber mag, die Estée Lauder Foundation setzt sich nicht in mein Fältchen ab, sondern sie ebnet meine Haut. Also sie lässt meine Haut wirklich flawless glatt aussehen, was jetzt Fältchen angeht, weil hier zum Beispiel an der Seite, hier setzt sich total ab auf der Catrice-Seite und hier auf der Estée Lauder-Seite gar nicht. Genauso wie hier an der Stirn setzt sich das total ab und wenn ich mit meiner Estée Lauder drüber gehe, dann ist dieses Fältchen quasi weg. Aber ich glaube, für Leute, die eher zu trockener Haut neigen, so wie ich, ist es vom Finish her, ist die Catrice Foundation ein bisschen schöner auf der Haut, weil die die trockenen Stellen nicht so stark hervorhebt, weil die Catrice Foundation ist auch etwas flüssiger von der Konsistenz als die Estée Lauder Foundation. Die Estée Lauder ist wirklich sehr fest. Ich glaube, darum tut sie auch Fältchen besser kaschieren, aber hebt halt trockene Stellen mehr hervor. Also im Grunde genommen nehmen sie sich nicht viel, außer jetzt preislich gesehen natürlich. Was ich hier nicht toll finde bei der Catrice, die Catrice hat keinen Lichtschutzfaktor. Dagegen hat die Estée Lauder Foundation wenigstens einen Lichtschutzfaktor von 10, besser wie nichts. Das finde ich nicht so toll, aber das ist ja auch eine HD-Foundation. Das heißt, Lichtschutzfaktor sollte man da auch nicht verwenden, weil gerade mit Kamera und so weiter und so fort spiegelt es, oder nicht spiegelt, aber reflektiert das mit Lichtschutzfaktor. Ich finde beide unfassbar gut. Also ich benutze die Estée Lauder Foundation bestimmt schon seit 5 Jahren oder noch länger, genauso wie den Concealer von Estée Lauder. Ich muss jetzt hier auch nicht nochmal mit meinem Concealer drüber. Mein Gesicht ist so gut abgedeckt von den Foundations, dass ich jetzt nicht nochmal mit Concealer extra abdecken muss. Aber ja, das ist von mir ein ganz, ganz, ganz toller Tipp, vor allem eben für Dunkelhäutige. Ich denke halt, was bei der Estée Lauder Foundation auf jeden Fall auch nochmal besser ist, bei weitem besser ist, ist natürlich die Farbauswahl. Bei Catrice haben wir nur 3 Farben und ich bin echt überrascht, dass mir jetzt die Farbe steht, dass sie mir nicht zu dunkel ist. Aber hey, das sind 3 Farben. Und gerade Mädels, die ein bisschen dunkler sind vom Hauttyp her, die können die einfach nicht kaufen. Das finde ich super schade. Also 3 Farben sind halt echt schwach. Vor allem, wenn Catrice halt merkt, hey, die Foundation geht so mega ab. Ich meine, die ist ja ständig überall ausverkauft. Ich habe selber 3 DMs abgesucht, bis ich die gefunden habe. Dann sollte man doch schon überlegen, vielleicht ein paar mehr Farben ins Sortiment zu nehmen. Und da hatte natürlich Estée Lauder eine viel, viel, viel größere Auswahl an Farben, was natürlich nochmal für Estée Lauder spricht. Aber bin total begeistert und kann euch
beide auf jeden Fall empfehlen. Sind natürlich unten in der Infobox nochmal verlinkt. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, welche ihr gut findet oder was eure liebste Foundation ist. Ich habe übrigens von Estée Lauder noch die neue Foundation zugeschickt bekommen, weil sie haben jetzt die Double Wear Nude, das Waterfresh Make-up rausgebracht. Das ist quasi ebenfalls ein Double Wear Make-up, allerdings auf Wasserbasis, und es ist viel, viel, viel leichter auf der Haut. Hat auch einen Lichtschutzfaktor von 30 statt Lichtschutzfaktor 10. Hier möchte ich auch gerne noch ein Vergleichsvideo machen, wo ich die beiden Foundations miteinander vergleiche. Was sind jetzt wirklich die Unterschiede? Wenn ihr das sehen möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Gerne könnt ihr auch kostenlos meinen Kanal abonnieren für weitere Beauty-Videos. Und wir sehen uns damit beim nächsten Mal. Tschüss!